Wir wollen mal uns Gedanken machen über echten und nicht echten Glauben. In Johannes 11,40 sagt Jesus zu Martha: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich habe sie doch gesagt. Da ist die Situation: Lazarus war gestorben und sie zweifelte. In Markus 9,23 steht: Alles ist möglich, dem der glaubt. Nun gibt es verschiedene Arten zu glauben und mehrere Quellen, also positive Quellen, negative Quellen. Wenn wir unseren Gefühlen und Gedanken glauben und es gegen Gottes Wort ist, dann ist es ein negativer Glaube. Es hindert und bringt Verwirrung. Wir müssen lernen, unsere Emotionen im Zaum zu halten. So eine Bibelschule, wie ich sie jetzt besuche, man kann auch etwas andere Sachen machen, mal ins Kloster oder was weiß ich. Gott wird sie zeigen, das ist eine abgesonderte Zeit für Gott, eine fruchtbare Zeit. Wir sollen empfangen, aber auch weitergeben, nicht wie das tote Meer nur empfangen. Wenn wir nur glauben, was wir sehen, also das Natürliche sehen, die natürlichen Augen, ist es sehr traurig. Wir brauchen auf dieser Welt die natürlichen 5 Sinne, aber im Reich Gottes brauchen wir die geistigen 5 Sinne. Wir sehen Dinge zwar nicht und glauben sie trotzdem, das ist ja Glaube, etwas sehen, was wir nicht sehen, und trotzdem sehen wir es, nämlich mit den geistigen Augen. Der Glaube sieht Dinge kommen, die noch nicht sind. Der Glaube ist also eine Überzeugung von Sachen, die man noch nicht sieht und im Geist eben doch sieht, wie ich schon gesagt habe. Nochmal, der Glaube ist die Überzeugung von einer Sache, die man noch nicht sieht, aber im Geist trotzdem sieht. Ich habe ganz viele Bibelstellen, die musst du selber nachschlagen, die kann ich nicht alle, ich werde sie aber unter diesem Video posten. Johannes 20, 29. Also Gefühle und Gedanken, es gibt dann einfach negativen Glauben. In Matthäus 11, 58 geht es um Unglaube. Also Jesus konnte keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Unsere Offenheit ist auch wichtig. Wir dürfen nicht denken, ja, der Pastor hat die Salbung, ich habe nichts gekriegt. Wir müssen auch offen sein. Es ist eine Herzenseinstellung. Stell dir vor, Jesus schaut vom Himmel oben runter. Meinst du, er sieht katholisch, reformiert, Charismatiker, konservative, Brüdergemeinde, was weiß ich? Nein. Vom Himmel her sieht Jesus Leute, die von neuem geboren sind. Das Reich Gottes ist keine Mitgliedschaft und man ist dabei, sondern es ist ein Sterben und von neuem geboren werden. Du sehnst dich nach dem Himmel, Jesus sehnt sich auch nach dir. Aber er möchte dich jetzt aktuell wahrscheinlich noch nicht im Himmel, weil du sollst den Himmel auf die Erde bringen. Er sagt es uns im unser Vatergebet, sollen wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, dort geschieht er bereits, so auf Erden. In Matthäus 17, 19 bis 20 sagen die Jünger, ja, warum haben wir diese Dämonen nicht austreiben können? Und Jesus sagt, durch Fasten und Gebet geht er nur oder gehen die nur. Ich habe es bis jetzt auch falsch verstanden, dass es einfach Fasten braucht, um das überhaupt zu erreichen. Jerry Kopp hat es jetzt auf seine Art erklärt und du wirst vor Gott prüfen können, welche Art für dich die richtige oder respektive überhaupt die richtige ist. Also es geht um Glauben, nicht um Fasten. Nicht, dass Fasten nicht was Schlechtes ist und unterstützen kann. Aber stell dir vor, du weißt, du kannst diese Dämonen nur durch Fasten austreiben, dann fastest du 30 Tage, treibst sie aus und wenn du wieder isst, kommt der Dämon zurück und sagt, dann musst du nochmal 20 Tage fasten. Verstehst du, wie ich meine? Es geht um Glauben, nicht um Fasten. Ich muss glauben an die Autorität, also an Jesus, aber an die Autorität, die ich in ihm und durch ihn habe. Weil Fasten kann oft ein Ersatz sein für Gott. Dann ist die Bibelstelle Römer 14, Vers 5. Jeder kriegt im Geist eine neue Überzeugung. Glaube kommt vom Wort Gottes. Also es ist wichtig, dass du die Bibel liest. Und es ist etwas in dem Wort. Glaube. Also ein Rema-Wort, kennst du diesen Begriff? Rema ist ein offenbartes Wort
von Gott an dich. Auch ein Schriftwort kann das, ist es meistens. Also ich kriege Glauben durch das Hören der Botschaft, durch das Lesen. Es ist oft auch gut, es akustisch laut hörbar vorzulesen. Glaube, wahrer Glaube an Christus funktioniert immer, sonst wäre es kein göttlicher Glaube. Glaube ist die Frucht von Überzeugung an etwas. Der Heilige Geist überzeugt unseren Geist. Wahrheit heißt Aletheia. Die Wahrheit, die von Anfang an ist. Also Wahrheit heißt Aletheia. Die Wahrheit, die von Anfang an ist. Und die ist Gott. Diese Wahrheit nehmen wir, glauben wir und wandeln darin. Und wir werden frei. Und das Leben in Fülle kommt. Und es ist eine Kraft in Gottes Wort. Die Wahrheit haben wir angeschaut und diese Wahrheit befähigt uns, auch das Falsche zu erkennen. Es ist so wie eine Blüte, eine Banknote, eine Blüte und das Echte. Wir müssen das Echte kennen. Die Wahrheit ist die einzige Möglichkeit, eine Lüge zu erkennen. Es ist ein Kampf, ein geistiger zwischen Wahrheit und Lügen. Lüge, Teufel, es ist keine Wahrheit in ihm. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, der Weg, das Leben, aber auch Gott und der Heilige Geist. Es ist wichtig, dass du Jesus ganz persönlich kennst, eine persönliche Beziehung zu ihm hast. Weil eine persönliche Beziehung und nicht nur so eine bürokratische oder so wie du an der Kasse bei Penny oder wo auch immer bist. Es ist eine persönliche Beziehung wichtig, weil das hilft uns in schweren Zeiten zu bestehen. Jesus schlief im Sturm auf dem Boot, weil er dem Vater vertraute. Vater ist keine Botschaft, sondern eine Grundlage. Kenne den Vater und du kennst Jesus. Jesus sagt, wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Also wenn du weißt, wer du bist und wer dein Vater ist, dann kannst du im größten Sturm schlafen. Wir sind alle doch gestorben, okay? Und wieder auferstanden. Also was kann man schon einem Toten antun? Du weißt, wie ich meine, wir sind nicht tot, aber was kann man uns schon antun? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wir müssen das Zeuleben in uns haben, das Leben Gottes in uns. Halleluja. Halleluja. Wenn ich die Wahrheit Gottes in mir habe und Gott zu mir geredet hat, ist es egal, was Leute sagen. Die Beziehung zu Gott ist eine Notwendigkeit, nicht eine Option. Halleluja! Es würde noch viel geben, aber es würde das Video sehr lange machen. Ich hoffe, du konntest aus dem was mitnehmen. Ich wünsche dir diese persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Man muss sie pflegen wie eine andere Freundschaft auch. Ich meine, nur eine persönliche Beziehung, nicht eine Religion, wird uns helfen. Vielleicht finde ich den Satz noch. Also Gott möchte das Bild in uns wiederherstellen durch Glauben, das echte Bild. Weißt du, dass unser Geist ist perfekt? Zum Beispiel habe ich mich oft schon gesehen, wie mein Geist aussieht. Groß, schlank, langes, schönes Haar, dichtes Haar, keine Tätowierungen. Wenn wir Unglauben haben, wenn das Schwere kommt, sehen wir keine Lösung mehr, nur noch schwarz. Glaube ist ein Sprungbrett, um bessere Ebenen zu erreichen. Weißt du, in der Wüste hat Gott das Volk versorgt, das Volk Israel hat alles gemacht. Aber es geht darum, dass wir auch unseren Teil tun, weil sie mussten im gelobten Land die Städte einnehmen. Wir zerstören die Herrschaft des Teufels, also es ist bereits zerstört durch Jesus, aber er will die Dinge nicht loslassen und deshalb sind wir auch in einem Kampf. Und es gibt auch diese Bibelstelle, wo er sagt, du bist Petrus und die Pforten der Hölle werden das nicht überwinden. Und da sagt Jericho, das bedeutet nicht, dass es die Gemeinde immer gibt, sondern die Gemeinde geht voran. Und die Pforten der Hölle können diesen Fortschritt, also dieses nicht Fortschritt, das falsche Wort, dieses Weitergehen nicht verhindern. Dann gibt es Bibelstellen Matthäus 9, 28, Johannes 11, 40, entscheiden an was wir glauben. Alles ist möglich für Gott.
Glaube ist eine Entscheidung. Senfkornglaube. Glaube an das Evangelium, nicht an eine Religion, weil Evangelium ist einfach. Es ist die frohe Botschaft, die gute Botschaft, und Religion kompliziert alles. Aus mir will ich und kann ich nicht sein, alles aus Christus. Sieh dich, wie Gott dich sieht, und wo deine Gedanken nicht mit seinen in Einklang sind, bring sie in Einklang. Weißt du, es braucht gleich viel Kraft für Unglaube oder Glaube, aber das Ergebnis ist anders. Im Hebräer 11 liest du von den ganzen Glaubenshelden, von denen auch du und ich eine sein können. Im 2. Mose 14,10 ist auch noch eine Bibelstelle, das Meer, also es war vor ihnen vom Volk Israel und es musste ja geteilt werden, das war eine total negative Situation für sie. Aber manchmal tut Gott nichts, sondern verlangt eine prophetische Handlung, so wie Mose es machte mit dem Stab. Und wir müssen wie den Verstand, das, was wir denken, das kann doch jetzt nicht sein, abgeben. Und wir müssen dann etwas tun. 99,9% macht Gott und 0,01% Gehorsam müssen wir tun. Also, Gott hat mit meinem Leben Geschichte geschrieben und er tut das auch mit deinem. Wenn er aus meinem Leben etwas machen konnte und noch macht, macht es auch aus deinem. Du musst nur die Bereitschaft zeigen. Es gibt keine Ausrede, dass du sagen kannst, Gott kann mich nicht benutzen. Übrigens, Gott wird nichts tun, wenn wir erstens beten für etwas, was er bereits getan hat, oder was wir tun sollen. Denk an die Brotvermehrung. Das Wenige, das wir haben, sollen wir einsetzen für Gott. Unsere Talente sollen wir einsetzen für Gott. Werden wir versagen? Werden wir Fehler machen? Ja, werden wir. Aber der Gerechte fällt 7-mal und er steht wieder auf. Übrigens hat auch Jesus mal eine negative Äußerung gemacht. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bitte wacht mit mir. Was ist ein Joch? Also das Joch Jesu ist da, um ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn du zwei Eimer hast, musst du im Gleichgewicht laufen und nicht in Extremen. So auch mit den Tieren. In einem Joch war das junge Tier, das hat viel Kraft, und das alte Tier hat Weisheit. Und Gottes Joch ist die Bibel, sein Wort. Die Jünger sagt, Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen bei der Brotvermehrung. Also wir müssen glauben, dass wir alles haben und Gott das so zufügt, was es noch braucht. Und dort mussten sie ja kleine Gruppen bilden und sich hinsetzen und es wurde verteilt. Also auch das geschieht ja heute wieder. Wir haben Small Groups oder Hauskreise und sind trotzdem eine Einheit. Dann wurde noch gesagt, ein Pastor kann Dämonen haben, also auch Thierry Kopp hat schon mal beim Pastoren auch Dämonen ausgetrieben, aber nicht besessen sein. Also ein Pastor kann Dämonen haben, aber Dämonen können nicht ihn haben. Weil Besessenheit ist, der Dämon hat die ganze Kontrolle. Aber auch ein Christ kann noch Dämonen haben im Fleisch. Ich habe es erlebt an mir und anderen. Belzebub heißt Herr der Fliegen, also der Teufel, der Belzebub, der Herr der Fliegen, und Fliegen sind klein. Also die Dämonen, so, sie erscheinen uns nur riesig, weil wir Luft reinpusten. Und wir sollen uns vor allem auf Gott und das Original fokussieren und nicht Dämonen. Wenn du weißt, wer du bist, weißt du um deine Autorität. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, wir repräsentieren sein Reich. Und wie bei einer Botschaft ein Reich hinter dem steht, so steht, weil wir das Himmelreich repräsentieren, der Himmel hinter uns. Die für uns sind, sind mehr als die, die gegen uns sind. Und selbst wenn Christen, und es wird immer mehr kommen, Leute aus den eigenen Reihen dich verletzen. Gott lässt zu, um dich zu schleifen, denn Eisen schärft Eisen, so schärft einer den Charakter eines anderen. Es ist Demut, wenn wir auch mal hören, wenn jemand uns ein Feedback gibt, das uns nicht gefällt. Aber wir gehen, wie ich zum Beispiel, auch noch oft in Rebellion. Aber wo kommt die Rebellion her? Deshalb, nimm es aus Gottes Hand, wenn er was zuliest, mach es wie mit einem Eindruck. Wenn es passt, nimmst du es an, mit Gott zusammen. Wenn nicht, geistige Mülleimer. Nun wünsche ich dir was. Tschüss!